möchte ich euch ein kleines Review von meinem Fatbob Monowalker vorstellen. Und ich gehe heute mal ein bisschen auf die Maße ein und auf das Gewicht und ja, zeige euch mal, was so alles dahinter steckt. So, kommen wir mal zum Leergewicht ohne Alukiste. Schauen, ob ich das hinkriege. So. Ja, genau 6 Kilo. Ja, und die Maße. Ich habe hier einen Reifen, 40 cm Durchmesser mit einer Kunststofffelge. Das hat den Vorteil, dass keine Äste drin hängen bleiben können in den Speichen. Wir haben eine Gesamtlänge von 1,80 Meter. So, und die Auflagefläche fürs Gepäck ist ziemlich genau 90 cm, vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr, 95 cm. Und hier oben habe ich an der breitesten Stelle 55 cm. Hier in der Mitte 35 cm. So, die Achse hinten, die ist 45 cm. So, ich glaube, damit sind alle Maße genannt. Sind alles Meterstücke, die ich gekauft habe im Baumarkt. Und ich denke, durch die Lochung in den Profilen ist das Ganze relativ leicht. So, noch kurz etwas zu meinem Tragesystem. Das ist ein Tatonka Kraxe. Und da habe ich unten an meinen Hüftgurten rechts und links zwei kleine Karabiner eingeschlauft. Die kann ich dann hier in meiner Aufhängung wunderbar einklippen. Rechts und links. Und das trägt sich wunderbar so. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, hallo. Für mich waren die Kriterien nicht vom Packmaß, dass ich das Ganze in ein Flugzeug bekomme, sondern wichtig war für mich, dass ich das gut in das Auto reinkriege. Denn damit werde ich ab und zu abgeholt oder irgendwo hingebracht. Und das funktioniert einwandfrei. Das will ich euch zeigen, ohne dass ich die Armstützen quasi demontieren muss. Leute, das war's auch schon mit meinem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wieder für einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich einfach in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich natürlich so gut wie es geht alle Fragen. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.